Hallo, heute machen wir die Reparatur von unserer Glühkerze beim Passat. Passat haben wir ja gesehen, gelbe Motorleuchte leuchtet und dann haben wir ja mit diesem Carly-Adapter gemessen, dass die Glühkerze 4 kaputt ist oder zumindest Probleme macht. Die sollte eigentlich ein bisschen warm machen, damit es besser zündet, der Diesel. Und da habe ich ja die Teile bestellt. Und die montieren wir heute. So. Der Werkzeugkoffer, der ist wohl der größte, was es braucht. Man sieht ja hier schon eindeutig, was es ist. Und zwar, diese zwar vereiert, aber das sind diese vier Glühkerzen. Weiß ich gerade nicht mehr. Die sehen folgendermaßen aus. Also mich wundert es ein bisschen, die sehen jetzt relativ kurz aus. Aber wird schon passen. So hübsch sind diese kleinen Dinger. Die wollen wir montieren. Also können gar nicht so arg schwer sein. Dann haben wir hier einen langen quasi einen Zündkerze Stecker oder Adapter, dass man das rauskriegt. So muss man die rauskriegen. Dann haben wir hier dazu diese Keramikpaste und diese Keramikpaste, die machen wir außen an diesen Schaft dran, dass sie nicht einrostet oder nicht so, dass sie besser leichter rausgeht. Ne? Gibt eine Druckverbindung. Und das ist der Werkzeugkoffer Steckschlüsselsatz, den habe ich mir dazu gegönnt, weil ich jedes Mal mit meinem scheiß Werkzeug nicht weiterkomme. Also man hat jetzt diese Glühkerzen, 1, 2, 3, 4 Material. Also das, an dem kann es jetzt nicht liegen. Bei alle Werkzeug hast du so. Den Werkzeug werden wir jetzt rausgehen und unseren Passat reparieren, Glühkerze reparieren. Wie gesagt, habe ich mir extra mal ein gescheites Werkzeug besorgt und diese Glühkerze, das Keramikfett und diesen schönen Adapter, dass man besser reinkommt, oder? Der Kerl ist echt schlau. Ich zeige hier nochmal mein Patent, mein neues. Das ist mein neuer Saugrüssel für kleine Tätigkeit, okay? Jetzt von dem Werkzeug. Da haben wir ja den Steckschlüssel, den haben wir ja schon. Werkzeugkasten ist noch oben geöffnet. Probieren wir es von der, dann haben wir noch einen kleinen Steckschlüssel mit drauf. Scheiße, da braucht man nämlich eine 3/8 Knarre. Wenn das gewusst hätte. 3/8? Suchen wir irgendeinen Adapter auf halb. Was ich mir jetzt besorgt habe, ist diese Verlängerung. Und die ist zwar eigentlich von 3/8 auf 3/8. Ein Adapter, andere Adapter haben sie nicht gehabt, aber ich nehme einfach außer diese 17er. Sieht man, dass jetzt der 17er aufpasst. Ist zwar ein bisschen suboptimal, aber immerhin. Dann kann man hier die Nuss draufstecken und dann kann man mit der hier dann arbeiten. Also die könnte besser sein. Machen wir sonst ein Klebeband drin rum, dann hält es auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, welcher Säckel sich verschiedene Maßeinheiten rausgesucht hat. So, jetzt haben wir eine gescheite Nuss, um das Ding rauszukriegen. Das machen wir wieder weg. Ich habe nur zur Kennzeichnung hingemacht, dass ich weiß, was es ist. Und ich nutze das Teil. Eigentlich hätte er hier die 10er nehmen können, aber hier speziell bei dem Glühkerzenstecker ist innen drin so ein kleiner Gummi, der dazu führt, dass man das ganze Ding richtig reindrücken kann und dann hält es auch fest, also wenn man es nachher drin hat. Darum haben wir es so. Jetzt machen wir nochmal den Stecker raus. Der Motor ist ja noch schön warm. So, Stecker ist draußen. Schön auf. Dann haben wir das gute Werkzeug jetzt. Und sie geht erwartungsgemäß richtig aus.
Da sehen wir jetzt, wie die aussieht nach der Zeit. Das ist also diese Glühkerze.